Ich sage genau, vielleicht noch eins zu ergänzen. Ich habe das als Maßnahmenparadox bezeichnet, was Sie gerade gesagt haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sie sagten, das darf doch wohl nicht wahr sein, wie paradox. Wir bringen die Leute auseinander, um sie zu schützen vor der viralen Infektion. Und aber eigentlich bringen wir über die Vereinsamung und Angst das Immunsystem in den Keller und machen die Leute erst recht empfänglich für eine virale Infektion. Also es ist wie ein Nullsummenspiel. Ja? Und auf der aktuellen Ebene ist es ein Nullsummenspiel. Das heißt, die Inzidenzen sind gleich wie in Schweden. Aber es ist langfristig gesehen kein Nullsummenspiel. Das darf man nie vergessen. Aber Langfristig ist es denn gesehen. nicht gefährlicher? Ich denke, es werden Maßnahmen möglicherweise getroffen, die ja den Menschen noch mehr gefährden. Absolut, das wollte ich damit sagen. Also langfristig gesehen, das ist kein Nullsummenspiel. Langfristig gesehen werden Menschen getötet durch das. Und die Kollateralschäden, die werden um ein Vielfaches mehr Menschenleben kosten, als SARS-CoV-2 jemals hätte kosten können.